Naja, vielleicht nochmal einen anderen Weg. Es haben Leute immer wieder Probleme mit den Seileckverfahren und, ach, naja, ein Seileck und Kuhlmann-Verfahren und ein Krafteck und so weiter. Nochmal schnell drei Worte dazu. Wir gucken uns mal ein Schachbrett an und wir müssen nicht Schach spielen können. Jetzt geht es um was anderes. Und zwar, eine Dame ist relativ locker in ihren Zügen, die kann eigentlich hinziehen, wo sie will. Also die kann diagonal ziehen, ein bisschen weiter ziehen, die kann auch mal bloß ein Feld ziehen, diagonal ziehen oder naja. So, und die Dame hätte Folgendes gemacht. Sie stand ursprünglich hier hinten, hatte sich versteckt und zieht jetzt etliche Felder hier rüber. Sagen wir mal dazu F1. So, der erste Zug. Der zweite Zug, den werde ich dann mal mit F2 benennen, obwohl das jetzt gar nicht wichtig ist. Wir gucken uns mal das an. Also, die zieht hierher und zieht dann dahin. Das Ergebnis ist, sie steht hier an der Stelle. Wie hätte sie noch hinkommen können? Naja, indem sie zuerst hier hingezogen wäre, ne? Hier, erster Zug. Und dann diesen Zug gemacht hätte. Logisch, hoffe ich. Das Ergebnis ist dasselbe. Jetzt gucken wir aber mal den. Und man sieht hier schon wieder so ein schönes Parallelogramm. Ich habe hier extra mal F1 und F2 einfach aus Spaß gemalt. So, jetzt nehmen wir uns mal folgenden Fall an. Die Dame zieht und zieht und zieht, immer als Reaktion auf irgendwas anderes. Das hier hinten in hellgrün und orange soll uns mal noch nicht interessieren. Und zieht hier weiter und der vierte Zug und der fünfte Zug und steht hier. Wie hätte sie zum gleichen Ergebnis mit einem Zug kommen können? Klar, sie wäre gleich von hier diagonal bis hier hingezogen. Das wäre das Gleiche. Jetzt könnte man sagen, wenn ich das auf Kräfte anwende, F1, F2, F3, F4, F5 ergeben eine resultierende Kraft, nämlich das Ergebnis, resultierend, Resultat. Das Ergebnis ist das Gleiche, wenn ich gleich hier hinziehe. Gucken wir uns mal einen Turm an. Der Turm, der kann nicht diagonal ziehen. Und der Turm sei von hier nach hier gezogen, da und dahin. Wie hätte er auch ziehen können? Kann er nicht. Und zwar diagonal über mehrere Felder hinweg. Pferde können sowas ein bisschen, aber Türme nicht. Naja, die resultierende ist aber letzten Endes das Resultat, er ist hier gelandet. Wenn er es gekonnt hätte, wäre er auch gleich dahin gezogen. Und genauso kann man das mit Kräften machen. Wir gucken uns das nochmal in dunkelgrün an. F1 wirkt dahin und entsprechend der Länge, so entsprechend der Kraftstärke, so viel wie Kraft da ist, machen wir den Pfeil entsprechend lang. Dann wirkt F2. Die ist nicht ganz so stark und F3 ist vielleicht auch nicht ganz so stark und F4 ist überhaupt nicht so stark, hat aber wieder eine andere Richtung und F5 ist wieder ein Stück stärker und siehe da, wir können tatsächlich sagen, und das ist dann die resultierende FR. Ich habe jetzt mal auf die ganzen Bezeichnungen verzichtet. Das Thema nennt sich übrigens Seileckverfahren. Man muss nicht immer ein Kräfteparallelogramm machen, so wie hier schon angedeutet, und dann nochmal ein Kräfteparallelogramm und dann nochmal eins und dann nochmal eins. Das ist gar nicht nötig. Sondern man kann die Kräfte einfach aneinander reihen. Das Seileck-Verfahren gibt es auch dann, wenn jemand mal andersrum zieht, wenn er einfach mal zurückzieht. Gucken wir uns das hier an. Die Dame ist also hier hingezogen. Hier ist sie mal zurückgezogen. Vielleicht ist sie jemandem ausgewichen, damit sie nicht geschlagen wird oder was weiß ich. Der Turm, der hat das gleiche gemacht. Der ist erstmal nach vorne, also in Front of zur Dame gezogen, zu dem anderen Spielfeld. Und hat sich dann die Sache überlegt, ist ausgewichen und nochmal zurück ausgewichen. Resultierend ist das, ne? Aber das darf ja ein Turm nicht. Aber das Resultat ist das gleiche. Und genau das gleiche ist das. Die resultierende, also das Resultat aus diesen Bewegungen ist das. Und genau das gleiche kann man mit Kräften machen. Das zeichne ich jetzt nicht nochmal auf, das habe ich hier eigentlich schon mal gemacht. Ob das nun vorwärts oder rückwärts geht, das Seileckverfahren, ich schreibe mal das Wort hin, das kommt eigentlich von dem Thema Seile. Also man stellte sich Seile vor, an denen was aufgehängt ist. Seileckverfahren wird aber meistens zusammengeschrieben. Ist das, das ist der erste Schritt dazu, ist das der erste Schritt, erstens Kräfte aneinander rein. Wie das dann weitergeht und wozu das nützlich ist und so weiter, mache ich wahrscheinlich noch ein Video. Kräfte aneinander reihen. Um die, also für, ich schreibe mal kurz, für
die resultierende. Dann habe ich schon mal das Wesentliche, worauf es ankommt. Wenn ich dann aber, und jetzt mal der Ausblick zum Seileckverfahren, wenn ich dann sage, okay, ist ja schön und gut, ich habe mehrere Kräfte auf klassisches Beispiel jetzt hier, hier ist ein Träger aufgehängt, auf der einen Seite ist er meinetwegen lose und auf der anderen Seite fest, vollkommen egal jetzt. Und die eine Kraft, mache ich die mal wieder grün, die wirkt schön senkrecht, wie sich's gehört, ne? Da steht jemand. Und dann kommt jemand und ein großer Laster und bremst. Also schiebt der, hat der auch eine Art Schubkraft auf diesen Träger und dann steht vielleicht noch ein anderes Auto rum. Nehmen wir an, es ist eine Brücke. Was passiert jetzt? Und vor allem, wo ist die resultierende? Ja, die könnte ich irgendwie durch Aneinanderreihen erstmal ermitteln. Ne? Das wäre ganz leicht. Also alle drei Kräfte nach diesem Verfahren aneinanderreihen, mache ich dann nochmal extra. Aber, und jetzt kommt die große Frage, wo? Ja, wo vereinigen sich alle Kräfte und wo wird der Träger eigentlich durch die resultierende Kraft am stärksten belastet? Also das nochmal, nicht, dass jemand das jemand verwechselt, das sei F1, F2 und F3. Und wo ist die Knackstelle für die Brücke? Wo wird es am gefährlichsten? Und das wird dann behandelt, das machen wir dann extra. So, ich hoffe, das hat mal für das Verständnis geholfen, resultierende zu ermitteln, indem ich Kräfte aneinanderreihe, ähnlich wie das mit Schachfiguren oder was weiß ich für Spielfiguren auch gemacht wird und. Na denn.